Aber den kriegen wir mal gleich aus dem Leben. Einmal Platz machen, bitte! BCSO! Danke! Hier ist 70, du Lümmel! Ja, du fährst auch keine 70. Ich hab Licht an, du Knallkopf! Ja, jetzt hab ich auch Licht an, du Knallkopf. Jetzt Richtung Süden. Okay, mein Fett ist auch langsam. Passiert, oh, weil ich Einfahrt mit der Eisenmine Richtung Norden. Er ist wieder im Weg. Jo. Oh, ne, ob das wehgetan hat? Langsam wird das. Scheint ihn nicht zu jucken. Bleibst du stehen jetzt? Sag mal, Dörpin, bist du's? Ja, ja? Oh, die verhaftet dich jetzt. Nein. Ihr bleibt jetzt im Auto, sitze ich mit. Nein, ihr verhaftet mich nicht. Oh, doch. Weil du dich erstens mal hier eingemischt hast, zweitens mal mitgefahren bist, drittens mal hast du nicht drauf gehört, dass du anhalten sollst und viertens mal hast du Kollegen weggekegelt und fünftens mal stehst du im Verdacht, einen Automaten geknackt zu haben. Kollege ist gerade in uns reingefahren. Ich wollte ja, aber dann, was ist die normale Verhaltensweise? Man hält an und guckt mal, ob der Schaden wild ist oder sonst was. Man fährt nicht einfach weiter, oder? Aber ich glaube, das weiß man nie. Bei euch Verbrechern weiß man auch nie. Ich weiß. Oh. Ich bin so. Ich bin doch gar kein Verbrecher. Ja, rechts ran jetzt. Dann Zündschlüssel abziehen, aufs Armaturenbrett legen und aussteigen. Ja, meine Helden sind aus dem Fenster. Kommen Sie hin. Mach's gut, Dirk. Hey! Mann. Jetzt kommt er. Conan, bleib doch stehen, wir haben doch schon dein Kennzeichen. Die Akte wird schon geschrieben, es bringt nichts. Fahren jetzt die Weinwurz-Nördliche Straße südlich entlang. Ey, State, ich bleib dran und ihr versucht ihn immer wieder mal zu kegeln, ja? Ja, check. Fahren langsam durch die Weinwurz-Nördliche Straße Richtung Westen. Mensch hat immer Bock. Ja. Ungefähr auf der Position, wo die rauskommen. Ungefähr bei der Tankstelle Westbend. Halt an jetzt! Sind gleich für Villa, die auf der Ace John 2 drauf ist, kommen gleich raus und durch den Kostetter und Tankstelle. Unsere Revolte fällt an. Revolte fährt weiter, fährt jetzt Richtung Norden, Richtung Richmond Tankstelle. Fährt gleich die Richmond Tankstelle, fährt weiter in Richtung Norden, nickt die Goldfluss. Und auf einmal ist eine 1010 kein Problem mehr, ne? Mhm. Macht einen 180er und fährt jetzt Richtung Süden wieder Richtung Richmond Tankstelle. Biegt ab Richtung Architektenvilla. Wir fahren Richtung Westen gleich. Oha! Oh. Boah, das war ein schöner Kick. Komm, ey, komm jetzt! Weißt du nicht, die Karre ist mal öfter kaputt. Das ist doch ein Witz. Der Sonne ist ja in der Mitte von der Straße, weiter in Richtung Westen unterwegs, in dem Van Hempte Canyon Drive, weiter in Fahrtrichtung Westen. Ausnahmen lassen sich durch. Ja, wir passieren gerade quasi die Schikane, fahren aktuell immer noch weiter in Richtung West Highway. Fahren wir drauf? Nein, wir fahren weiter Richtung Nord, wir kommen übrigens nicht am West Highway raus, sondern an der Playboy-Welle raus. Weiter in Fahrt Richtung Norden. Ja, ich denke mir natürlich nicht selber. Wenn er weiter in Fahrt Richtung Norden passiert, ist die Architektenwelle weiter in Fahrt Richtung Norden. Auf der. Ja, komm bei den Weinfeldern. Ich hab das nur zum Vorstand geschickt. Immer noch auf den Medizin entlang. Weiter in Richtung Norden. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann und wird vor dem Gericht gegen sie verwendet werden. Archer, sonst
Ruf du mal Gage an, damit er weiß, wo er hin muss. Wir sind jetzt bei der ersten über die Brücke gleich. Er muss callen. Oh, guck mal. Boing. Weiter in Richtung Norden. Nochmal Boing. So, einmal in den Kopf. Du auch? Ja, genau. Einmal hier langsam rüberkommen, der Fahrer zu mir. Einmal mit. So, einmal der hintere Beifahrer kann zu mir. Schönen guten Abend, Chef Döppel, mein Name. Ich werde Sie einmal zu unserer Sicherheit durchsuchen. Die Schaufel habe ich Ihnen gerade mal abgenommen. Auch alles weitere, womit Sie uns verletzen können, ja. Sir, wofür haben Sie so viel Bargeld dabei? Ich war vorhin Erdbeeren sammeln. Erdbeeren sammeln, aha. Wie viele Erdbeeren haben Sie denn gesammelt? 250 Stück oder so. Ja. Willst du den Fahrer mitnehmen? Ja. Ja, ja, klar. Weil der hat auch noch auf Nagbett, 10.000 sind offen. Ja, easy. Steckst du Notes an unten rein? Ja. Netterweise hat er mir gerade einen Schlüssel gegeben. Im Handschuhfach, okay, das ist nicht illegal, ist noch eine Pistole drin, aber auch 30.000 Dollar glatt. Frage ist, was willst du denn damit machen? Willst du es erstmal konfiszieren, das Geld? Die Kohle würde ich erstmal konfiszieren, ja. Da müssen wir uns gleich anhören, was er dazu zu sagen hat. Aus dem Auto wird jetzt ausgestiegen. Sie haben keinen Durchsuchungsbefehl für das Auto. Doch, haben wir tatsächlich. Ja, du hast einen Durchsuchungsbefehl, den würde ich gerne sehen. Das ist, aufgrund ihrer Straftat haben wir tatsächlich die Ermächtigung, ihr Fahrzeug durchsuchen, so, weil es mit Teil der Tatsache war. Das heißt, in dem Auto wird jetzt nichts mehr drin sein. Ach so, weil sie denken, dass der Kollege alles Mögliche einsackt oder was. Irgendwas drin, die im Kofferraum liegt? Privatzeug, warum? Muss ich fragen, weil wir natürlich am Nachgucken, ob da noch irgendwas drin sein könnte an Beweismitteln. Ihr habt jetzt aber nicht mein Erspartes aus dem Handschuhfach genommen, oder? Also, Sir, wir werden Sie einmal festnehmen. Wir haben auch den Verdacht auf Ladenraub. Ne? Ich war im Auto. Und damit ist es erstmal ein Beweismittel. Ich war im Auto. Ja. Und Sie sind der Fahrer dieses Autos. Sind Sie auch der Halter des Wagens? Ist es mein Auto und ich habe das Auto nicht verlassen. Sehen Sie? Und damit sind Sie für den Inhalt verantwortlich. Ja, das ist richtig. Dann kriegst du jetzt einfach von mir noch einen Schlüssel. Das müsst ihr mir erstmal nachweisen, weil ich saß die letzte komplette Stunde nur als Fahrer in dem Auto. Schlüssel haben Sie wiederbekommen? Ja, danke. Da müssen wir nichts nachweisen. Was wir nachweisen können, ist, dass Geld in Ihrem Fahrzeug gefunden wurde. Sie sind der Halter und damit dafür verantwortlich. Ach so, und das heißt, das Geld ist aus dem Laden? Das heißt es noch nicht. Hab's übergeben. Okay. Aber es ist jetzt erstmal ein Beweismittel. Ach so, und ob wir das wieder freigeben oder nicht, das entscheidet sich jetzt noch. Das macht ihr doch nicht. Es ist doch immer wieder dasselbe. Genau wie mit meiner Knarre, die es letztes Mal abgegeben hat, wo keine kriminellen Sachen gemacht wurden. Die habe ich bis heute auch nie wieder gesehen. Es ist ja wirklich egal, was ich dabei habe. Ja, und wissen Sie, das Rumdiskutieren mit den Leuten ist auch immer wieder dasselbe. Es wird sich immer wieder auf Krampf versucht, aus irgendwas rauszureden. Es ist immer wieder dasselbe mit den Leuten. Ich rede mich aus nichts raus. Es sind einfach nur Tatsachen. Ja, aber entweder wir können jetzt hier salzig miteinander reden oder wir lassen es halt bleiben und machen es vernünftig. Ich rede jetzt mit denen, der für mich verantwortlich ist. Ich steige jetzt ins Auto ein und sitze da meine Strafe ab. Dann ist die Sache erledigt. Machen wir es einfach so. Dann einmal Arme hinter den Kopf. Ich kriege keine Anschein an. Okay, warum das? Die können Sie mal die Kollegen fragen. Ja, ich hat er gerade erzählt. Er hat da. Wie will man es denn Panikattacken dann? Ich habe da den nächsten EMS einen Termin mit einem mit so einem Typen, so einem Psychotypen da. Der wird es dann auch schriftlich nachweisen können. Ja. Waffe und Brechstange hat er mir übergeben. Der hat auch nicht gefährlich so an sich. Das ist richtig. Ich habe alles freiwillig abgegeben. Okay, also hat jetzt nichts mehr dabei, womit er irgendwie Unfug anstellen könnte. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen direkt bei ihm. Gut, dann werde ich Sie nochmal durchsuchen, weil Sie in meinen Streifenwagen kommen. Natürlich. Gut. Und dann folgen Sie mir einmal zu dem Taurus. Einmal hinten einsteigen. Naja, mach's gut, Lorenzo. Jo. Bis morgen. Lorenzo. Jo. Nö, alles gut. So, wie war der Nachname? Smith. Herr Smith. Das ist richtig. Willst haben Sie einen Ausweis dazu? Ach, guck mal, ich bin doch schlau. Ich wollte gerade fragen, ob du einen Ausweis hast. Guck mal, hier, bitteschön. Ah, Herr Smith. Ach, ich hätte Kopf werden sollen, Herr. Finden Sie sich lustig? Ein bisschen, ja. Nee. Wissen Sie der Vorname? Macht, ey. Der wird Yamak geschrieben. Suchen. Es gibt 1 Million Smiths. Es wird Yamak geschrieben, Jamal ausgesprochen. Aha, wer ersetzt den Mach K durch ein L? Ach, das ist richtig. Meine Eltern konnten nicht so gut lesen und schreiben. Die haben bei der Geburtsurkunde einen Rechtschreibfehler gemacht. Und jetzt wird Jamal ausgesprochen und Yamak heißt es eigentlich, oder was? Das ist richtig. Ja, dann Mack halt. Oh, hör auf davon, bitte. Aha, mit was soll ich denn aufhören? Mach jetzt nicht auf böser Kopf. Warum nicht? Die Beweislast ist erdrückend. Was für eine Beweislast? Ey, Dörfen, pass auf. Ich erkläre dir, was war, okay? Da wäre ich wild. Der Revolterfahrer, ehrlich, keine Ahnung, wir wollten einfach nur ein Straßenrennen fahren. Aha, also illegale Straßenrennen auch noch. Alles klar, kommt auf den Tisch.
Das ist doch nur das Einzige, was wir gefahren. Das ist nicht so wild. Siehst du hier meine Haare? Ich hast du eine schöne Frise. Ist eine richtige Mähne, oder? Das ist eine richtige. Das zeigt Männlichkeit, ne? Ich bin ein Löwe. So. Das ist ziemlich großer Löwe. Pass mal auf, Burschi. Ha? Jawohl. Ich werde dir jetzt das Gesetzbuch rauf und runter um die Ohren hauen. Ja, ist nicht Polizei gemeint? Nee, nennt sich Staatsgewalt. Der Spruch war smooth, ey. Der einzige Smoothie hier im Raum ist mein Kollege. Hast du gerade an mir wirst du. Was ist für Smoothie? Fick dich. Warum sagst du denn Smoothie zu mir, du Assi? Du bist doch der Good Cop. Nee, ich bin. Was für ein Smoothie? Na, der einzige Smoothie hier im quasi. So. Weißt du? Und ich bin smooth. Ich bin hart und eckig und so. Weißt du? Okay, okay, check. Okay. Stopp. Weiter im Film. Weiter geht's. Verdammt, ich hau dir das nochmal, du Strolch. Das kann doch nicht sein. Hä? Aber das. Ich bin doch. Achso, du. Ich denke, ich soll. Ja, aber. Hä? Wir hatten doch vorher ausgemacht. Oh, Alter. Hä? Komm mal mit raus. Ja, natürlich. So, wir haben also den Apfelsaft leer getrunken. Das ist richtig. Mhm. Das heißt Erzeugnis aus Baumfrüchten. Ja, oder auch direkt Saft genannt. So. Können wir weitermachen? Okay, Entschuldigung. Warum bist du denn von der Polizei weggefahren? Weil ich, ich weiß es auch nicht. Ich war ein bisschen dumm, glaube ich. Aha. Aha. Hast du gehört? Der hat mich dumm genannt. Stopp, das ja? Stimmt doch gar nicht. Das habe ich auch gehört. Ich glaube, ich steck dir gleich mal meinen Knüppel hinten rein. Das ist, wenn du jetzt wieder mit Staatsgewalt kommst, das ist Polizeigewalt. Nein, Staatsgewalt. Mit Sand und Chili-Pulver. Ui, vielleicht stehe ich ja drauf, wer weiß. Mit Sand und Chili-Pulver? Ja, wer weiß, schön trocken. Richtig schöne Analfissur, trocken, geil. Ja, aber schön ohne Spucke, ne? Ach, warte, nee, jetzt, das war ja dein... Oh, fuck. Du solltest ja... Rausgehen. Mann, komm nochmal raus. Hörst du? So, du Fickfeder! Hoppla, bitte was? Jetzt rutscht es aber gleich ordentlich hier! Endlich Handschellen anlecken. Ich hab Eisenmangel. Ist gut. So, also, jetzt gib's zu! Was soll ich zugeben? Ich hab in meiner Glaskugel schon gesehen, was passiert ist. Was soll ich zugeben? Der Kollege hat recht. Gib's einfach zu. Bringt jo, doch nichts. Hilfe. Ja, einfach geschehen lassen. Kannst du mal die Hand vor meinem Oberschenkel bitte nehmen? Bitte. Warte, ich lese mal in meinem Klabusterbärchen die Zukunft voraus. Herr Officer 3, Hilfe. So, mein Freund. Jetzt mal Butter bei die Fische. Also, wenn du das hier lesen kannst. Das stinkt nach. Einfach, nee. Mach die Hand aus meinem Gesicht. Einfach lesen. Bitte nimm die Hand aus meinem Gesicht. Wir haben dich gesehen, wie du da hinterher gefahren bist. Wir haben gesehen, wie ihr vor dem Laden standet. Du hast eine große Bargeldmenge dabei. Und das alles führt zu dem Ergebnis. Du bist ein kleiner, stinkender Verbrecher. Jetzt war die Sicht von mir. Der Revolter wollte einkaufen gehen. Dann natürlich ihr. Wollte der einkaufen gehen, das ist ja ein Einkaufswagen. Jetzt mal stopp. Er wollte einkaufen gehen, dann kam dir und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das Rennen einfach jetzt. Aha, Straßenrennen. Das habe ich jetzt schon gemerkt, das ist richtig. Habt ihr eine Erlaubnis dafür? Die hab ich im Auto, leider. Ja. Natürlich hast du die im Auto. Aber was ja. Was soll sie sonst sein? Hast du ja vielleicht im Handschuhfach übersehen. Natürlich, wir haben alles übersehen. Außer das Rennen. Nee, aber wenn ihr das ja gesehen habt, dann müsst ihr ja sehen, dass mein Beifahrer, so wie ich und der dritte... Riechst du auch den Bullshit? Also ich rieche ihn auch. Riecht ganz lecker eigentlich. Ach so, warte, jetzt bist du. Ja, ich hab mich mit. Scheiße, Mann, nein, jetzt bist du der verrückte. Hast du auch? Perry, komm mit nach draußen, das geht so nicht weiter. Ach so, ich denke jetzt, serviert. Krieg ich eine Serviette, der da mir rumgeschlappert. So. Hallo. Also folgendes. Ja, unsere Ermittlungen haben ergeben, dass sie sich einmal strafbar gemacht haben. Grober Verstoß gegen Traffic-Code mit Gefährdung und einmal den Entzug hoheitlicher Maßnahmen. Ja. Ja. Wir konnten jetzt leider nicht ermitteln, inwieweit sie da an einem Alarm betätigt waren oder sonst was. Wofür brauchen sie denn das Geld? Das Geld habe ich da immer mal drin, falls irgendwann mal irgendwas sein sollte, dass ich immer so ein bisschen Bargeld da habe. Alter, wirklich? Das ist wirklich so, wirklich. Echt jetzt? Ja. Alter... Wir denken uns hier ewig die Verhörmethodiken aus und du sagst so, ja, ich brauche das Geld. Ja, man weiß ja nie, wann man mal Bargeld braucht, ne? Boah. Egal. Gut, 0815. Ich bin nicht 0815. Nee, also es ist halt wirklich so. Ich habe in jedem Auto von mir immer so ein bisschen Kohle drin liegen, falls ich mal was brauche. Hat das vielleicht irgendeinen geschichtlichen Hintergrund aus deinem Leben? Mir wurde schon öfters mal meine Knarre abgezogen, da kannst du immer eine neue kaufen, ne?
Gute Nacht. Und ich bin wettsüchtig, tatsächlich. Warum denn? Was ist denn passiert? Nö, ich spiele einfach nur gerne um irgendwelche Sachen. Ich habe schon immer die Wetterumsätze dabei. Wollen wir wetten? Warum bist du wettsüchtig? Ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal angefangen vor ein paar Jahren. So immer mal gespielt, immer irgendwie jeden Tag so. Ich weiß nicht. Hat dir das vielleicht dein Onkel rangetragen, mit dem du dich sehr gut verstanden hast, weil dein Vater dich dauernd nur ins Eck gewickelt hast, weil du so ein dummes Kind warst? Du bringst falsche Erinnerungen hoch, hör auf, Mann. Endlich geht's los. Ich will das nicht hören. Na komm, erzähl's mir. Hör sie bloß auf damit. Ich muss hier den Fall einschätzen, Mann. Aber was hat das Geld mit dem Fall zu tun? Na, ob ich dir glaube oder nicht? Ich will da nicht drüber reden, wirklich. Ja, aber vielleicht fängst du es dann mal an zu verarbeiten. Ich weiß nicht, mein Vater war immer schwerer Alkoholiker. Dann haben meine Freunde mich immer mit ins Casino genommen. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr aufhören, weil ich mich da wohler gefühlt habe als zu Hause. Okay. Und das weckt in dir quasi nostalgische Gründe, oder? Das ist richtig. Wir hatten auch gewettet, wer zu unten erst unten an der Metro ist, kriegt die 30.000. Weiß nicht, das ging ein halbes Jahr lang gut und dann hat es wieder angefangen vor ein paar Tagen. Und warum ging es das halbe Jahr lang gut? Ich weiß nicht. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat mir da geholfen, aber die hat Schluss gemacht. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, warum das Ganze dann auch aufgehört hat oder was diese Spielsucht mit dir macht? Die macht mich kaputt. Weißt du, was Dopamin ist? Das ist ein Glückshormon, glaube ich. Und Serotonin? Da habe ich keine Ahnung von. Auch ein Glückshormon. Und wenn du eine Lady kennengelernt hast, dann sind die beiden Hormone in deinem Hirn präsent, ne? Wenn du spielen gehst und dich da sicher fühlst, dann sind die da auch präsent. Das heißt, du bist gar nicht glücksspielabhängig, du bist Dopamin- und Serotonin-abhängig. Das heißt, du musst eigentlich mal das Vergangene verarbeiten, ja? Und das heißt auch drüber zu sprechen und vielleicht mit einem Seelsorger. Ich konnte da wirklich bis jetzt immer nur mit dieser einen Frau drüber sprechen. Mir fällt es schwer, über meine Gefühle zu reden. Aber weißt du, deswegen heißt das ja auch Trauerarbeit. Ja. Da muss man sich durchbeißen, ne? Okay, also folgendes. Du hast in letzter Zeit öfter mal schon so ein Zeug angestellt, ne? Das ist richtig, ja. Weggefahren und hier quer über alle Fahrbahnen und weiß ich nicht, im Gegenverkehr. Deswegen Minimalstrafe können wir dir nicht mehr geben. Maximalstrafe hierfür wären 130.000 und 16 Hafteinheiten. Oh. Weswegen folgendes veranschlagen. Okay. Die Zeit, die du bei uns bist, ist jetzt deine Hafteinheit, ja? Solange wir auch noch die Akte schreiben und so weiter, die Daten fertig machen. Das kommt dann ungefähr auf eine Hafteinheit raus. Und Geldstrafe sind 80.000. Kann ich die bis übermorgen zahlen? Lass mich gerade gucken. Ich habe eine Woche eingerichtet tatsächlich. Das müsste hinkommen. Du hast noch einen halben Tag mehr Zeit im Endeffekt. Also das bis nächste Woche Sonntag Zeit. Beziehungsweise ihr könnt ja schon mal die 30 behalten. Ich würde noch kurz an mein Schließfach holen, da mein restliches Erspartes rausholen. Dann habt ihr alles. Dann kann ich es heute noch direkt abbezahlen. Das ist egal. Genau. Du kannst dein Schließfach quasi einmal auf dein Konto packen. Du nimmst hier das dein Spielgeld mit, ja, packst das auch aufs Konto und dann kannst du das bei jedem Polizisten bezahlen. Egal wann, bis zum nächsten Sonntag. Ich mach das heute noch direkt, versprochen. Gut. Dann lassen wir dich jetzt kurz mal hier alleine, dass du wieder klarkommst auf dein Leben, machen die Daten fertig und dann gucken wir weiter, ja? Ja, gerne. Alles klar. Dankeschön. Na, geht kann doch. Kann man doch noch. Kann man doch noch. Man muss ja auch nur eine halbe Stunde bohren, ey. So, Jamak. Lassen wir dich eben mal frei. Warte mal, dürfte ich dich noch was fragen? Ich weiß nicht, irgendwie kommst du mir ganz korrekt so vor, ne? Würdest du mich begleiten ins EMS die Tage, dass ich mir einen Termin mit beim Psychiater ausmachen kann? Ja, komm. Dann fahren wir dich einmal runter, geben dir unten dein Zeug wieder, ja? Alles klar, machen wir. Und meine Jungs müssen dann auch langsam in Feierabend. Ich glaube, sie haben recht. Es wird irgendwann mal Zeit, darüber zu reden. Glaube ich auch. Das Ding ist, diese Frau damals, die hat dich halt dafür nicht verurteilt. Mit ihr konntest du über sowas reden. Dazu kommt halt die Ebene noch, ne? Das ist richtig. Das ist halt das Wichtige, was man über Sucht lernen muss, ist, dass das eine Ersatzhandlung ist. Ja, und als sie meinte halt auch, machst du das noch einmal, geht sie. Dann hat sie mich zweimal dabei erwischt und dann hat sie gesagt, so, jetzt ist vorbei. Und dann war auf einmal gar nichts mehr mit Dopamin, ne? Das ist richtig. Und ich meine, wenn du der Straße deine Gefühle zeigst, denkt jeder, du wärst ein Schwächling halt. Aber wenn die alt genug werden, merken die halt einfach, dass das eben genau umgekehrt der Fall ist. So hier dicke Fresse haben und so weiter und so fort, wie auch am Auto und so weiter. Das geht mir einfach nur noch auf den Sack, weil es einfach Kinderkram ist. Das kann ich auch verstehen. Hallo, oh, Herr Doktor. Ein wunderschön. Was kann ich Gutes für oder gegen euch tun? Folgendes. Der Herr möchte gerne mal mit einem Therapeuten sprechen.
Ja, da ist keiner mehr im Dienst. Ja, gibt es zufällig Termine, die man vergeben kann? Auch was das Einzige, was wir machen können, ist, ich kann jetzt eine Psychologenanforderung schreiben. Das heißt, ein Psychologe, sobald er das liest und das annimmt, würde er sich bei dem Herrn melden. Das wäre gut. Das wäre doch was. Dann müsste ich nicht über den Schatten springen, sondern wäre so ein bisschen dazu gezwungen, sage ich mal. Das wäre gut, ja. Wunderbar. Habe ich eingetragen, habe ich meinen Kollegen so in den Postkasten geschmissen. Die werden sich dann bei Zeiten bei Ihnen melden. Frühestens morgen, spätestens übermorgen. Alles klar. Prima. Danke Ihnen, Herr Doktor. Kein Problem. Vielen, vielen Dank, Herr Doktor. Ja, kein Problem. Schönen Abend noch. Danke Ihnen auch. Tschüss. Danke, Durbin.